Jetzt sollte eigentlich. Herzen sind auch wieder an. Super. So, nicht wundern, dass ich jetzt an einer anderen Stelle stehe als beim letzten Mal. Ich habe ein bisschen gelevelt mit beim Ignier hier. Mit dem Weißmagier habe ich jetzt ebenfalls 3 Stufen gemacht. Oder 2. Und ja. Das wird mir wieder richtig tot. Nein, ich habe keinen Bock auf das Feld. Tänzer. Und jetzt gerne einmal, wo auch immer uns die Hauptquest doch mal hinführt. Ah, dahin, okay. Das ist aber dahin. So. Wie gesagt, heute ist ja eh nicht lange. Das heißt, ich schätze mal so bis 16 Uhr vielleicht eher. Mal gucken. So. Dann aber mit Reittier. Warte mal. Klappt das eigentlich, wenn wir. Ich will mal gerade was gucken. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier so einen Adler nehmen. Liegt der da? Also, ist das dann mit ausgezogenen Flügeln oder mit eingezogenen? Wahrscheinlich mit ausgefahrenen Flügeln. Ja! Oh, wie cool! Das ist ja noch besser als fliegen. Na gut, wir sind verdammt langsam, aber. Es ist ja egal! Sieht mega cool aus. Hier drin kann ich leider nicht mehr fliegen. Hallo, Alice. Na? Okay. Ja, wir sind in einer Sackgasse. Mal wieder. Ja, klar, ich Ideen. Wir reden nochmal mit Yusei. Ja, wir kehren nach. Wir fangen und führen einen Rotpanzer. Reden mit den anderen Bewohnern. Eventuell. Meinst du wirklich? Ja. Och ja, auf der Oberwelt ist das nicht ganz so. Ne? Nicht ganz so toll. Yugiri! Ach, das sind ihre Eltern? Also, zumindest ihr Vater und wahrscheinlich ihre Schwester. Ja, Mensch, treffen wir unerwartet auf ihre Familie. Ah, ne, sind beides ihre Eltern. Sie sieht auch relativ alt aus. Yugiri braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das doch nicht. Ein kleiner Jüngling, ne? Bestimmt dieser Prinz von mir, der immer öfter die Rede ist. Mann.
Es wäre sehr nett, wenn ihr uns helfen könntet, eventuell. Rein hypothetisch gesehen. Haben die immer mit ihren Lampen. Von gebeten könnten uns aber rein theoretisch auch nichts kaufen. So, auch nach dem Edelstein. Was bringen wir jetzt? Du, die fette Katze. Die fette Katze unter Wasser. Ich nehme an, dass wir unter Wasser suchen sollen. Da. Diese Katze. Das fragt, was Yugiris Eltern gemeint haben. Mit ein bisschen Glück finden wir den Magatama. Los, leuchte mit dem schwarzen Lichtlampe und achte auf auffällige Funken. Lass die schwarzen Lichtlampe und Funken in Edelstein zu suchen. Hier ist geschimmert. Was? Alter. Das war aber reiner Zufall. Das schwimmt ein Hai. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nadel und Heuhaufen. Ja, nee, wir haben hier so einen funkelnden Kisterbumster. Das muss er sein. Der Yasakani no Magatama. Genau wie Soroban ihn mir beschrieben hat. Du bist einfach großartig. Endlich wendet sich das Blatt. Oh. Wie ein geiler Bogen. Mega geil. Ja, komm, nehmen wir den. Können wir dann hier vielleicht noch umändern. Ich würde mich ja gerne von Yugis Eltern verabschieden, aber uns bleibt keine Zeit mehr. Lass uns auf direktem Weg nach Tamamitsu zurückkehren. Bewahr du den Magatama auf. Bei dir ist es am sichersten. Wenn wir ihn dem Ältesten der Cousin geben, wird er uns verraten, wie wir die Rotpanzer bedienen können.
mein Gott. Ist das süß. Ach, da müssen wir hin. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Welchen? Willkommen zurück, werte Gäste. Habt ihr den Yasakani no Magatama gefunden? Ja, wir denken schon. Irgendwie finde ich die cool. Dieser Kristall. Also, jetzt ist der so. Den könnte ich mir auch ins Aquarium setzen. Aber ich glaube, da wäre etwas riesig. Siegel zu brechen. Okay. Sollen die Schatzkammer angreifen? Ernsthaft? Nee, Schatzkammer betreten. Zusammengehört. Okay. Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Gucken. Wir sollen also den Edelstein, den wir den Rotpanzern vor der Nase weggeschnappt. Achso. Ich wollte echt mal versuchen, ob ich es schaffe zu lesen, aber es geht so schnell weg. Selbst wenn ich es direkt lese. Das ist so. Es ist frustrierend. Ich würde es so gerne vorlesen, aber ich bin nicht schnell genug. Leider. Und dann so jetzt hier was hier. So schnell kann kein Mensch lesen. Okay. Jetzt wird's ernst. Freiwillig würde ich nicht in eine schwer bewachte Schatzkammer einbrechen, aber uns bleibt keine Wahl. Nur so können wir die Konföderation zum Eingreifen bewegen. Es braucht nur wenig Zeit, trotzdem sollten wir uns auf einen harten Kampf gefasst machen. Sag mir Bescheid, sobald du bereit bist. Ist auch cool. Nehmen wir das einfach mit. Okay, wir sind startklar. Okay. Genau, wir müssen unter Wasser nach der Höhle suchen und durch die wir nach Zirke gelangen. Also unter Wasser, ha? Huh?
Drache unter Wasser. Gab's, glaube ich, auch noch nicht. Der Drachilein. Das Gefühl, ich schwimme da auf irgendwas Massives zu. Das ist eine Höhle. Dinger sind schön. In echt glitzern die bestimmt. Oder würden sie wahrscheinlich glitzern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir in eine Indie müssen. Damit geht's einfach schneller. Hör doch überhaupt nie auf. Da muss ich hin. Wäre zu schön gewesen, wenn es mal keine Waffen gegeben hätte. Kann ich auch reiten, ne? Ja. Das sieht cool aus. Ein bisschen was von Kirschblüten, aber nur, dass es Korallen sind. Keine Kirschblüten. Im Hintergrund, ey. Ich würde ja gerne mal nachgucken, aber leider geht das gerade schlecht.
So. So, ich gucke einmal ganz kurz nach. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was es ist. Ich muss mal einmal kurz den Task Manager anmachen. Mal eben gucken, was ich denn auf diese Seite kriege. Nee, die Jungsprogramm kann es eigentlich nicht sein. Das hier wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, Origins war das. Wir schauen einfach mal, ob es jetzt weg ist. Hilfe. Also, immer das jetzt war. Aber ja gut, es wurde hochgehoben. Ab. Ha! Um dich muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Dies, hört ihr mich? Danke für die gelungene Ablenkung. Ich habe den Eingang zur Schatzkammer gefunden. Die liegt im Nordwesten der Insel. Der Sieger habe ich auch schon geboren. Kommt schnell hierher. Ja gut, schnell. Schnell ist gerade relativ. Nee, gerne würde ich jetzt schon fliegen können. Dann wäre das alles kein Problem. Letzte Schätze. Lol. Okay. Einschlag. Einschlag? Ernsthaft? Das wird witzig, dahin zu kommen. Wenn ich dann nicht getroffen werden darf. Ich nicht. Da mal zurück. Wir kommen weit von der anderen Seite. Ist ja auch kein Problem. Gerade schon sagen, wie mit dem Schokomoppel kann ich da nicht durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, oh, oh mein Gott. Soll ich dazu noch was sagen? Diese Beinchen. Dass er da überhaupt durch diese Luftblase passt. Jeder andere wäre wahrscheinlich schon stecken geblieben.
Ja, lass mich. Ich bin im gleichen Abstand um ihn herum wie eben. Na egal. Das jetzt so machen. Hoffen, dass ich nicht sterbe. Ich muss allerdings ganz knapp daran, dass dann rausgeht. Ich glaube, an einer gewissen Stelle soll ich da einzeln hoch. Okay. Gut. Also nicht durchreiten. Durchreiten ist ein böser Fehler. Durchreiten ist ein ganz, ganz böser Fehler. So. Huch, am besten, das habe ich mich falsch teleportiert. Meh. Da bitte einmal hin. Leicht verschätzt. Ich glaube, ich habe einfach nur falsch geklickt, aber dennoch. Blöd. Alles so schön sein. Ich kann doch einfach. Na gut, mein Bad ist nur 2 Stufen höher. Das macht nicht wirklich Unterschied. Gucken wir sie nicht alle an, locker. Die, die ich besiegen muss, besiege.
Okay. Den komme ich leider auch nicht drumherum. So, wenn er in die andere Richtung gegangen wäre. So, einmal kurz hier hin. Kann ich zumindest besser ausweichen. Hallo Tata! Schön, dass du reinschaust.